Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzl. Ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen zu meiner heutigen Bubble-Stunde. Was in der Bubble-Stunde euch erwartet, sind mehrere Themen. Einmal Zelda und was danach. Dann, ja, schönes Wetter, was mache ich überhaupt? Und das dritte Thema ist mein Kanal noch einmal, was kommt? Also, fangen wir mit dem Thema Nummer 1 an. Zelda. Dieses Projekt endet bald. Ja, es ist leider so, es endet bald. Ich werde nicht mehr lange rumzögern. Ich werde auch nicht alle Geheimnisse mehr preisgeben können, glaube ich. Aber egal, ich werde jetzt einfach straight zu dem Endgegner gehen, zu Ganon, und ihn dann direkt besiegen, hoffentlich mal, in einer Folge. Ja, und dann heißt es Abschied nehmen erstmal mit Zelda. Das war es erstmal. Schade, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir aufregende Minuten gebracht. Es hat mich sehr begeistert, das Spiel mal wieder zu spielen zu können, nach der langen Zeit. Also es ist ja verdammt lang her, wo man das Spiel mal das letzte Mal gesehen hat, auf dem Super Nintendo. Und ja, es war verdammt, verdammt geil. Ich wiederhole mich wieder. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, und was ist danach geplant nach Zelda? Zelda war ja so mein Anfang bei YouTube. Das war ja auf dem RockTok-Server dann so bis, ich glaube, bis Aufnahme Nummer 26, glaube ich, oder 7, ich glaube 26 war es. Folge 26 ist noch ausgestrahlt worden auf dem RockTok-Server. Danach ging es aber wieder zurück zu mir auf meinem Kanal. Und der Hatzl666 ging es dann bis in die Endphase weiter. Ich werde natürlich alle Folgen nochmal hochladen, nochmal in der Playlist ja, verewigen. Und ihr könnt dann von Part Nummer 1, von der ja, von dem Anfang von meinem YouTube ja, Auftritt miterverfolgen, wie ich mich entwickelt habe. Ich hoffe mal nur zum Positiven. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn auch da nochmal ein paar Kommentare kommen, ein bisschen Feedback. Was mache ich gut? Was ist nach eurer Meinung eventuell verbesserungsbedürftig? Ich lebe von Feedback. Ich liebe es. Also auch etwas konstruktive Kritik ist angebracht. Aber nur einen Daumen runter zu geben, das finde ich ein bisschen schade, weil da kann man nicht dran arbeiten. An einem Daumen runter, das könnte sein, dass euch gerade im Moment das Wetter nicht so gefällt oder ihr ständig angerufen werdet und total genervt seid, mein Let's Plays schaut und dann schon so eine grundnegative Einstellung habt. Deswegen einfach mal in die Kommentare schreiben oder auch per PN, was euch nicht so gefällt. Das wäre einfach genial. Super Leistung dann von euch, der es nicht gefällt. Es gibt ja auch Leute, denen es einfach missfällt. Und das ist ja auch gut so. Geschmäcker sind ja verschieden. Also darum noch mein Appell an euch. Bitte, bitte schickt mir eure Kritiken. Da kann ich dran arbeiten. So, genau, Zelda. Wie gesagt, Zelda ist jetzt bald vorbei. Punkt. Das lasse ich mal so stehen. Und danach, was kommt danach? Ja, es wird ein neues Super Nintendo Spiel kommen. Was ich so als kleines Projekt wieder mit reinziehe. Und zwar, es fängt mit T an und hört mit Eranigma auf. Das habe ich ein bisschen gespoilert. Aber es wird eine der, ich glaube, das war eine der letzten Teile, die von Soul Blazer, von der Reihe Soul Blazer erschienen ist. Und meines Erachtens auch einer der letzten Teile, bevor die Ära N64 ja so richtig ins Rollen ging. Also die 16-Bit-Ära war dann vergessen und es kam der N64. Und ja, N64-Teile werde ich wahrscheinlich nicht zocken, weil die mich so nicht ganz angemacht haben. Also ich habe die ihn zwar auch gehabt, habe auch sehr viele Spiele drauf gehabt. Das Einzige, was mich so ein bisschen ja, so gefesselt hat, war das Super Mario oder Mario 64, so hieß es ja, nicht Super Mario 64, sondern nur Mario 64. Das war das der Starttitel, wo Nintendo dann auf den europäischen und überhaupt auf den Markt geschmissen hat. Das hat mich sehr gefesselt. Und dann kam, ja, nicht so ganz tolle Sachen. Also ich war eher so dieser PlayStation-Fan. Also ich habe damals schon die PlayStation 1 und auch später dann die PlayStation 2 gehabt. Da war dann ein bisschen mehr Action für mich drauf. Natürlich, es war eine CD. Ne? Also wie geil ist das denn? Man legt eine CD ein, wie beim PC natürlich dann auch. Und deswegen war das einfach für mich einfach schöner. Ist ein bisschen neuer gewesen. Ja, okay. Genau, das so zu dem Thema Zelda und was kommt danach. So ein kleiner Ausblick natürlich.
Ja, Thema Nummer 2, das wird mich wahrscheinlich schon ein bisschen mehr freuen, weil es ist jetzt Sommer, Sonne, Sonnenschein und ich habe leider meine Pollenallergie wieder. Also mein Heuschnupfen ist wieder zurückgekehrt, wie ihr es an meiner Stimme erkennt. Meine Stimme ist geprägt von der zu Nase, was mich sehr, sehr behindert, aber ich versuche es nicht so arg im Vordergrund stehen zu lassen. Tarnen, täuschen, verstecken, meine Devise. Aber was kann man sonst noch bei dem schönen Wetter machen? Also ich bin ein absoluter Fan von Grillen. Ich versuche wirklich alles zu grillen. Von Pute, von Schwein, über Rind, über Gemüse, über Käse, aber Schwarzwälder. All das wird immer auf den Grill geknallt, weil man kann einfach alles grillen. Das ist so das Geniale daran. Es gibt nichts Männlicheres, als Feuer zu machen und darauf sein Fleisch zu braten, das man zuvor noch in dem Supermarkt erlegt hat, in der Kühltheke. Ja, es ist sehr männlich, sich das Fleisch in der Kühltheke zu kaufen. Was natürlich noch besser ist, ist es bei seinem örtlichen Metzger zu holen. Das ist natürlich noch ein bisschen besser, weil dann kann ich einfach sagen, ich habe das Rind gekannt, ich habe es noch letzten Samstag gestreichelt und der Montag darauf ist es schon in der Kühltheke. Nein, das war jetzt ein bisschen böse, aber so ungefähr ist es schon. Man muss ja auch wissen, woher die Produkte kommen. Es ist ja nicht so, dass man einfach die Kühltruhe aufmacht und siehe da, da ist Fleisch drin, sondern es ist natürlich ein bisschen anders da. Da bin ich einfach geprägt von meinem ersten Beruf, den ich gelernt habe, Koch. Ja, ich bin gelernter Koch und da bin ich sehr nah verbunden mit frischen Gerichten, mit tollen Sachen, was man zaubern kann, mit verschiedenen Salaten, mit verschiedenen Marinaden für Fleischsorten. Also das ist einfach genial, was man daraus zaubern kann. Und da begeistert es mich einfach, meine Gäste so es nahezulegen, auch mal ein bisschen frisch zu kochen. Ich meine, meine Gäste, die sind es gewohnt, die kochen wirklich sehr geil. Und deswegen passt es auch einfach zusammen. Aber sonst bin ich einfach offen für alles. Also was geht's, was Grillen angeht, was Backen. Ja gut, Backen macht meine Verlobte mehr. Ich bin da so ein bisschen hinten dran, aber egal. Aber Grillen, Brutzeln, Braten, Schmoren, alles was geht, ist einfach mein Ding. Und wenn ihr mal so Lieblingsrezepte habt, könnt ihr sie mir natürlich auch schicken, was ihr gern macht oder hier in die Kommentare schreiben so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht überschneidet sich das ein oder andere. Grillen, ja, ich grill sehr gern, sehr oft und sehr ausgiebig. Also so ein Grillen dauert keine 10 Minuten bei mir, sondern es geht dann richtig ins Zeug. Also locker mal 3 Stunden kann man mit einberechnen. Bei einem guten, kühlen Blondes und mit einem sehr geilen Fleisch, was von der Flamme geküsst ist. Ja, da kann mich jeder locken, also da bin ich echt überall. Wer mich eingeladen hat beim Grillen, da bin ich hier Chef im Platz. Und ansonsten, ja, wir wandern sehr gerne, also wir beschreiten unsere nahen Wälder, unsere Heimat hier sehr gerne. Da haben wir verschiedenste Ausflugsziele, wo wir uns dann auch gern mal sesshaft werden lassen und mal den einen oder anderen Apfelwein oder Appleboy, wie es bei uns heißt, zugutekommen lassen. Da werde ich ja natürlich auch noch ein kleines Video zusammenschneiden. Ich werde hier mal ein bisschen auf Achse gehen, zu Fuß, zu Rad, mal gucken, ich denke mal zu Fuß und werde mal so ein paar Sehenswürdigkeiten zusammenschneiden, wie schon in der letzten Babbelstunde angekündigt. Ja, ich bin schon ein bisschen aktiv geworden, habe schon das erste Bildmaterial zusammengeschnitten, werde aber so gegebenen Anlass noch ein bisschen mehr rauslucken lassen, was genau da passiert, was meine Ideen sind. Und ja, ansonsten bin ich sehr oft am PC. Wie soll es auch anders sein? Sonst werde ich auch oder könnte ich diese Aufnahmen gar nicht machen. Ich sehe, mein Kanal wächst. Wir haben jetzt mittlerweile 45 Abonnenten. Das erstmal verdammt geil. Deswegen auch von mir Daumen hoch an euch, die mir die Ehre geben. Und ich finde es ziemlich geil. Also natürlich sind es keine Zahlen wie andere Abonnenten, wie andere YouTuber, aber ich mache das für mich und für euch. Also jeder YouTuber, der sagt, wie soll ich es mal vorsichtig rausnehmen? Ich bin abogeil. Das tut mir ein bisschen in der Seele weh. Klar,
ist jedes Abo, das man bekommt, sehr, sehr cool und man freut sich auch drüber. Aber ich persönlich bleibe da so ein bisschen auf dem Boden. Ich werde jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mich jetzt des Größenwahn bedienen, wenn ich jetzt mal 100 oder sogar 1000 oder 10.000 Abonnenten habe. Natürlich kann man das jetzt ein bisschen anders sehen, wenn man so wenig hat. Wie das jetzt vielleicht in ein paar Jahren aussieht, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Aber ja, schönes Wetter. Man sollte eigentlich ausnutzen draußen, aber ich bin halt leider sehr oft am PC auch dran. Was heißt leider? Sehr gerne auch. Aber wie gesagt, geht raus, solange es noch so schön heiß ist, an einem Baggersee, an irgendeinem Schwimmbad vorbeigehen und sich reinlegen, ein bisschen die Bahn ziehen und kühle Getränke genießen und. Also ihr habt da, wie gesagt, sehr viel Auswahl. Genau, ja, das ist mein drittes, das war mein zweites Thema heute. Und mein drittes Thema, ganz kurz angeschnitten, mein Kanal noch einmal. Wie gesagt, er wächst, wie schon im Thema Nummer 2 kurz angeschnitten. Ich habe jetzt 45 Abonnenten und kriege auch sehr viel Zuspruch von anderen YouTubern mittlerweile, die mit mir mal was zusammen machen wollen. Und da einfach mal so ein paar Grüße an YouTuber, mit denen ich schon ein bisschen was zu tun hatte in der kurzen Zeit. Hier an den netten Refraser, dem schönen, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich denke mal, er ist schön, den coolen Sergio Refraser, der macht tolle Free-to-Play-Titel. Da natürlich auch an den E-Chunky, Grüße an dich. Coole Klamotte, was du hier machst, mit den geilen Spielen, mit deinen Quickies, die du hier auch an den Tag legst. Sehr geil. Dann natürlich auch einen riesengroßen Gruß, das hört sich auch cool an, an den netten Tursch gespielt, einen tollen TG, der mit dem 5-Sekunden-Witz ein wirklich, okay, ich sag's mal, wie es ist, es sind nicht die allerbesten Witze, aber sie sind einfach geil vorgetragen und haben thematisiert wirklich den YouTuber, deswegen von mir auch wieder 2 Daumen hoch an dich, Tursch gespielt, für deine geile Erfindung mit dem 5-Sekunden-Witz. Wenn es davor schon einmal gab, da ist es mir scheißegal. Du hast in 5 Sekunden einen Witz erfunden und ich denke mal, ich werde dann demnächst einen 4-Sekunden-Witz an den Tag legen. Ha, bei mir gibt es den gleichen Witz, nur in 4 Sekunden. Genial, oder? Nein, Quatsch, das lasse ich mal so gut sein. Ja, und ansonsten auch an euch alle trotzdem geilen Gruß. Es macht mir sehr viel Spaß, mit euch mal zusammen zu zocken, mit euch mal das ein oder andere Wörtchen zu teilen. Wir sehen uns ja, denke ich mal, alle auf der Gamescom. Da bin ich ja sehr lange und werde natürlich auch was für meinen Kanal tun. Ein bisschen Werbung eventuell. Ja, mal gucken. Ich werde natürlich schon, wie gesagt, mit der Kamera rumgehen und den einen oder anderen tollen Augenblick einfangen, wie ich vielleicht, keine Ahnung, den Weltrekord in Battlefield-Spielen 4, Battlefield 4 Spielen erwerbe. Keine Ahnung. Nee, Quatsch. Also ich werde dann am Freitag spielen. Die andere Zeit werde ich ein bisschen anders da mir einteilen und werde, wie gesagt, ein bisschen was für meinen Kanal tun. Also da nochmal eine Bitte an euch, wer mich kennt auf der Gamescom, es werden natürlich sehr viele Leute sein, wenn mindestens, also vorneweg, tausende von Leuten sein, die mich sehen wollen, nicht, nein. Also wie gesagt, ich freue mich tierisch auf die Gamescom. Wir sehen uns dann, denke ich mal, in Halle irgendwie viel. Der Typ mit der Kamera, wenn er so wenig mit Kamera rumlaufen. Nein, also wie gesagt, wird cool, wird spannend. Und was da noch kommt, da lasse ich mir mal drauf, ich lasse mich mal überraschen. Mal gucken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Feedback, was ihr an mich richtet. Wie gesagt, gebt mir Kritik, was euch nicht so gefällt, gebt mir Feedback, gebt mir alles, gebt mir Daumen hoch, Daumen runter, aber nur wenn ihr Daumen runter macht, dann auch, wie gesagt, eine Kritik schreiben, weil sonst zählt mir das der Daumen runter nicht. Und ja, in diesem Sinne, ich habe schon wieder lang genug gequatscht, ich werde mich jetzt mal so langsam aber sicher auf den Weg machen und mich verabschieden. Es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht, die Bubblestunde einklingen zu lassen und natürlich auch wieder ausklingen zu lassen. Was euch in der nächsten Bubblestunde erreicht, mal schauen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bleib euer Hatzel. Wir sehen uns. Ciao.